Freunde, es ist Mittwoch, der 30.11. Papa hier ist 35 und Papa beginnt jetzt mit einer Diät. Ja, 97,4 ist tatsächlich nicht die ganze Wahrheit. Tatsächlich sind es irgendwie so roundabout 96. Und ich habe eigentlich auch schon das ganze Jahr über so ein bisschen abgenommen. Ich habe so die letzten Jahre, 2019 war das High mit 109 Kilo. Und dann habe ich so die letzten Jahre eigentlich immer so bummelig zwischen 103 und 100 gewogen. Und dieses Jahr dann konstant weniger. Und jetzt aber seit so August, September ist, glaube ich, nichts mehr passiert. Und ich will jetzt aber mal richtig loslegen. Na, hast du jetzt auch gedacht, dass ich meine schöne Reispfanne esse und du mir dabei zusiehst? Falsch gedacht. Ich habe nämlich voll vergessen zu filmen, wie ich meine tolle Reispfanne da esse. Also, warum Diät? Es ist so. Dass ich momentan das Bodybuilding-Training interessanter und geiler finde als das Kraft-Dreikampf-Training. Und das führt dazu, dass ich Bock habe, dass man von dem Training auch ein bisschen was sieht. Im Spiegel. Also, schlicht ergreifend, ich will besser aussehen. Ja, und zack, ist schon wieder Montag. Und ich habe letzte Woche irgendwie das Video nicht zu Ende aufgenommen, wie ich es in letzter Zeit gerne mache. ich will besser aussehen. Ganz einfach, platt. Muss man auch einfach mal so ehrlich sein und sagen, so ist es. Mittlerweile ist, wie gesagt, Montag und damit schon Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, der 5. Diättag. Ich habe jetzt letzte Woche mit roundabout, 95,7 Kilo im Wochendurchschnitt an Gewicht gestartet. Anfang der Woche war das richtig, richtig hoch mit 97,6. Dadurch, dass ich am Wochenende viel im Auto saß, viel Stress hatte, wenig geschlafen habe, nicht so gut gegessen habe. Ja. Und das ging dann relativ weit runter und war dann am Sonntag schon bei 94,8 und heute Morgen bei 94,7. Also 95,7 ist jetzt unser Ausgangswert für diese Diät. Und das Ziel sind 5 Kilo. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das letzte Woche in dem Video schon gesagt habe. Das heißt, wenn du das schon wusstest und gehört hast, sorry dafür. Übrigens, was sagt ihr zu meinem geilen Longsleeve hier? Kam straight aus den USA mit einem Shirt noch von den Lions und einem Hoodie von den Packers. Richtig, richtig nice. Hatte ich mal Bock drauf, mir da was zu bestellen. Naja, wie mache ich die Diät? Relativ okayes Defizit, so zwischen 300 und 400 Kalorien. Das heißt, ich esse so roundabout 2400 Kalorien am Tag und versuche so auf 200 Gramm Protein, 90 bis 95 Gramm Fett und den Rest halt Carbs. Ja, ganz, ganz easy. Und das soll so ein bisschen hier ein Diät-Tagebuch sein. Ich weiß nicht, ob ich so einen typischen Body-Körper-Aufnahme damit reinpacke. Ich habe irgendwann vor ein paar Wochen oder Monaten mal tatsächlich eine Aufnahme gemacht, oberkörperfrei. Weiß nicht, ob ich so Bock habe, das ehrlich gesagt im Internet zu zeigen. Sag ich ganz ehrlich. Weiß nicht, ob man das mit 35 noch machen muss. Vielleicht zum Ende hin, wenn es gut aussieht. So geht das Ganze jetzt los. Bodybuilding-Training habe ich eben erwähnt. Sind jetzt 3 Trainings die Woche wieder. Letzte Woche, die erste Woche, in der das so war, hat gut funktioniert. Es gilt jetzt natürlich, das wieder zu etablieren. Und die letzten Monate habe ich ja 2 Trainings die Woche gemacht. Es hat gut funktioniert. Und jetzt sind es eben 3. Ja, wollen wir einfach mal gucken, wie das wird, wie das läuft. Ich habe Bock. Ja, ich werde sicherlich hier das ein oder andere Training zeigen. Vielleicht auch das ein oder andere noch zur Diät, wie ich mich ernähre, was ich esse und so weiter. Schreibt auf jeden Fall mal Fragen und rein. Falls nicht, dann nicht. Ja, wie gesagt, für mich ist es vor allem eine Art Diät-Tagebuch. Jetzt an Tag 5 der Diät quasi. Ich würde sagen, let's go. Ach so, nee, was sage ich zum Ende immer?
Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.